Doch einer galt als sein großes Vorbild. Il avait évidemment des idoles, il en avait plein. Natürlich hatte er viele Idole, da er sich ja ein wunderbares Genre ausgesucht hat. Sie kommen aus dem Stummfilm. Ganz besonders beeindruckten ihn Charlie Chaplin und Laurel und Hardy. Bei Laurel und Hardy mochte er Laurel lieber, weil der immer unfreundlich ist und nicht auf lustig macht.